So, hallo, wir machen weiter bei Binding of Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir einen Run gestartet, in dem wir gerade 99 Münzen Hallöchen haben. Ich überlege gerade, ob ich meine 19 Bomben... Oh, ich sammle hier Geld ein, das war dumm. Ob ich meine 19 Bomben nicht einfach mal jetzt... Ah Mann, selbst rote Herzen werden gerade gut, weil wir den Bam haben. Ob ich meine 19 Bomben nicht einfach mal jetzt hier dem Kollegen gebe und mir dann ein schönes Bomben-Item mitnehme? Nachdem, okay, es sind schon 21 Bomben. Und es ist doch, es gibt doch nichts Schöneres als den Part mit einer schönen... Okay, hat sich erledigt. Mit einer schönen Runde hier zu starten. Okay, wir gehen das mal durch und gucken, wie viele Bomben übrig bleiben. Machen wir es mal so. Ja, da komme ich nicht rein, das ist ärgerlich, kann man aber nicht ändern. Wir haben eine schöne Bibel. Wir können fliegen. Ich bin... Ist das mein... Holy shit, ist der Treffer gerade mein Ernst gewesen? Ah. Ja, und wir können fliegen. Das haben wir gelernt, weil wir das Wessel-Item mitgenommen haben. Und das sorgt dafür, dass ich fliege immer dann, wenn ich keine roten Herzen habe. Ja, und nun, er hat keine roten Herzen. Können wir den Schlüssel mal? Danke. Genau, so war das geplant. War es tatsächlich? Oh, wait, dann ist doch jetzt das... Oh mein Gott, dann ist doch der... Der Dark Arts-Effekt jetzt noch viel krasser, weil ich ja überall einfach durchziehen kann. Ich muss jetzt ja nicht mal mehr... Ich hab ja, muss ja keine Angst mehr haben, dass ich irgendwo hängen bleibe mit meinem Dings und dann das nicht funktioniert. Stimmt. Das ist ja übelst chillig. Oha, oha. Da wir eh Devil mitnehmen, kann ich The World auch einsetzen. Dann sehen wir nämlich gleich genau, wo Geheimräumchen sind. Ach komm, wir haben eh genug Münzen, was soll's? Alles einsammeln, alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen liegt. Okay, mit Glück ist das eine Itemtruhe. Oh, Ich weiß nicht. Glaub nicht. Okay, ja. Dann, wir geben uns doch erstmal zu einem wunderschönen Stachelraum. Den dürfen wir ja auch gratis mitnehmen. Oh, das geht allerdings noch nicht. Ich habe keine Geistertränen. Aber anfangs des letzten Parts hatte ich noch so immer die Bedenken geäußert, oh nein, ich habe nicht genug Dings bekommen, also, ne? Ich bekomme nicht genug Dings zusammen. Schlüssel und so, und das hat sich dann aber zum Glück erledigt mit der Zeit. Oh, ich bin so... Dumm! Dumm, Trottel, Vollidiot. Mach doch nicht so einen Quatsch. Mach doch... Oh mein Gott. Jetzt habe ich zweimal... Jetzt habe ich insgesamt übrigens schon 4 Herzen verloren, die komplett unnötig waren. Will ich nur kurz mal anmerken. So. Mein Gott, ich muss mehr auf meine Aktionen achten. Weil wenn wir irgendwann mal volle Herzen haben, dann ist alles egal. Dann ist jeder Treffer, den ich kassiert habe, zu verschmerzen. Aber das Ding ist halt, das ist halt noch nicht der Fall. Ah, hier, friss. Oha.
Riss. Jawa. Jawa ist jetzt natürlich auch wieder so eine Geschichte. Wenn wir irgendwo schwarze, blaue Herzen haben, muss ich dran denken, dass es hier noch Jawa gibt. Ich hoffe, dass ich das tun werde. Ich nehme es jetzt nicht mit. Ich hoffe einfach, dass ich schlau genug bin, dran zu denken, dass es existiert. Na? Ich hoffe einfach, dass ich da schlau genug bin, an das zu denken. Da sehe ich auch keinen Marktstone. Schade. Oh mein... Ist in Ordnung, Spiel. Ist in Ordnung. Meine Herren, ja, das ist passiert. Oha. Ich hoffe, in dem Raum kriegt sich noch Schaden. Eigentlich spiele ich die Räume, um irgendwie aufzuladen mit Herzen und nicht, um sie zu verlieren. Alles andere wäre ärgerlich. Haben wir Bild? Jo. Riss. Ah, das setzen wir einfach ein. Ah, hier sind zwei davon. Dann kann man hier mal sprengen. Für Hoffnung, ja, schade. Das, was Schönes bei rumkommt, aber es kam nichts Schönes bei rum. Oha! Okay, Steine gucken. Da ist ein Marktstone dabei. Und da ist meine Java-Einsatzgeschichte. Jetzt am besten noch Schaden nehmen beim Versuch hier durchzugehen, weil ich vergesse, dass ich Dark Arts drin habe. Dass ich es erst einsetzen muss. Okay. Irgendwie, auch wenn ich weiß, ich kann fliegen, irgendwie fühlt es sich besser an, um diese Stacheln herumzugehen. Ich weiß nicht, es ist ganz komisch immer bei mir. So. Gut. Das fühlt sich doch schon stärker an. Okay. Ich hoffe, ich habe sonst keinen Marktstone irgendwo übersehen. Man muss da echt immer ganz genau gucken. Aber ganz, ganz genau. Jetzt gucke ich nochmal überall genau, weil der mich gerade so überrascht hat. Oh Mann, ey. Und dann habe ich wieder Kopfschmerzen von der Scheiße. Immer wenn ich zu nah rangucke und das durchschaue, habe ich danach Kopfschmerzen. Okay. Halt, Dark Arts. Auch hier wieder nicht vergessen. So. Na, das war doch sinnvoll. Damit hat sich dieser Stachelraum hier schon mehr als gelohnt. Wenn ich jetzt nochmal 3 Herzen habe, dann kann ich sagen, okay, alle Herzen, die ich bisher verloren habe, sind nicht so wichtig, denn wir haben ja volle Energie am Ende wieder gehabt. Aber eigentlich hätten wir jetzt schon volle Energie. Ich habe in diesem gesamten Run insgesamt schon 4 Herzen völlig, völlig schlecht verloren. Und es kommen noch mehr dazu, das ist das Problem. Da werden noch mehr, oh mein Gott. Sehr geil. Hierfür sind jetzt auch die Rifts großartig. Oh, schon wieder die Soul of Samson.
Sehr schön. Oh! Das ist deutlich besser. Ich sprenge es halt überall da, wo ich zumindest zwei Viecher mitnehmen kann. Weil, ja, es ist halt, das ist es halt, weil meistens können die halt was spawnen. Okay, wir haben gleich volle Energie. Oh, shit. Dann sind alle Fehler, die ich bisher gemacht habe, Geschichte. Also Geschichte nicht, aber sie haben sich dann nicht schlecht ausgewirkt am Ende. Außer auf meine Psyche. Okay. Okay, was macht der Fingerbone? Jetzt muss ich gut vergleichen. Was macht der Fingerbone? While health gives you a small to gain a bone hat every time you take damage. Ah, das wird wahrscheinlich hier nicht funktionieren. Von daher, ciao. Ansonsten würde ich es mitnehmen. Aber hier will ich natürlich meinen Familiar weiterhaben, den ich durch den Umbilical Cord bekomme. Ist nämlich ein guter Familiar. Das war schon wieder fast riskant. Hab das gesehen? Ja, Full Health nützt mir gar nichts. Das war schon wieder fast riskant, was ich gemacht habe. Aber nur fast. Ich würde sagen, man kann es noch verkraften, so ein bisschen. Nein, zu weit weg. Zu weit weg. Wir riskieren hier nichts mehr. Ich habe gerade meine Herzen wieder zurückbekommen, die ich alle verloren hatte. Insofern werde ich jetzt nicht wieder riskieren, neue zu verlieren. Ich muss jetzt wieder, muss jetzt aufpassen. Und sollte besser spielen. So, so ein Ding ist das. So. Okay, ist hier ein cooler Stein dabei? Nee, aber ich spreng mal so. Ja, okay, dann nicht. Dann können wir jetzt noch den Geheimraum versuchen. Der könnte hier sein, ansonsten weiß ich es nicht. Gut. Gut. Na gut, ich meine, jetzt kann man das Knochenherz schon mitnehmen. So, so ist nicht. Es ist ja, ich meine, es geht halt weg beim ersten Hit. Aber es ist halt ein zusätzlicher Hit, insofern passt doch. So. Dann hatten wir da unten jetzt noch die Bettler, aber da brauchen wir jetzt gar nicht mehr hingehen, ganz ehrlich. Wir haben zu wenig Bomben, das ist Quatsch. Wir machen jetzt hier weiter und ciao. Nein! Freaking Delirium. So, was war jetzt das Ding? War das, dass ich fliegen kann oder war das, dass meine Tränen dingsig werden? Oder beides? Und Spektraltränen. Das wäre jetzt halt die Kombination. Für drei blaue Herzen. Spektraltränen noch zusätzlich zu haben, wäre halt schon ein Ding. Ne? Das wäre halt schon ein Ding. Okay. Aber was mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt den Delirium-Weg gehe und das versaue, dann habe ich nichts. Den Chest-Weg könnten wir halt schaffen. Natürlich könnte Delirium auch nach Blue Baby erst nochmal auftauchen. Ich würde erst den Chest. Oh. Für Delirium ist mir das noch zu vage. Den anderen Weg würde ich sagen, schaffen wir. Für Delirium ist mir das noch zu vage. Ich hoffe. Ja, nee, also tut mir leid.
Aber für die Lyrium ist mir das einfach noch wirklich viel zu riskant gewesen jetzt. Weil unser Damage ist zum Beispiel auch jetzt nicht so krass gut. Na, das ist, da ist noch vieles. Da ist noch viel, viel Luft nach oben. Scheiße. Hab nicht aufgepasst. Na, seht ihr das vom Damage her? Ich würde sagen, das ist noch nicht so die beste Idee. Ja, die Schlüssel sind schon insane, die wir mittlerweile haben. Also wir kriegen jetzt auf jeden Fall alle Truhen auf und das ist gut so. Okay. So, das Schöne ist, ich kann jetzt hier überall durchschießen. Das macht auch Dinge sehr viel angenehmer. Ich kann nicht nur durchschießen, ich kann auch durchfliegen. Es ist schon eine gute Kombination. Fliegen und Spektraltränen ist schon eine gute Kombination. Ja, mach deinen Kack-Wurmstone, mach Abflug. Mach vor allem einen Abflug, dankeschön. Ein Luck-Up. Auch, aber eigentlich Items. Will nicht Münzen. Friends till the end. Okay. Ich wollte dich eigentlich jetzt nicht mehr haben, aber ist okay. Wir nehmen alles mit heute wieder. Oh Mann, ich will eine Donation Machine. Ich will einzahlen die 99 Münzen. Was soll denn das? Vorsicht, der oben. Schi, oh mein Gott. Shit, ey. Was ist denn hier los, Freunde? Was ist denn hier los? Hä? Moment, mein E-Mail-Programm blinkt gerade so komisch. Was willst du denn von mir? Nichts willst. Okay, warum blinkst du dann? Hilfe. Bin ich gerade voll irritiert? Sehr schön. Wo stelle ich mir das vor? Wow! Das war voll Glück, dass die gerade alle weggeschossen worden sind. Huch. Hätte uns wehgetan. Okay. So, Steine gucken. Nein. 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 Auch nicht. Nein. Okay. Na gut. Oh boy. Aber wichtiger Raum, denn er führt mich da. Deswegen sammelt man Münzen ein. Genau deswegen sammelt man Münzen weiter ein, auch wenn man bei 99 ist. Auch schon wieder so ein Ding. Naja. Oh, okay. Letztendlich ist es dann ein blaues Herz mehr. Und damit ist es doch schon sinnvoll gewesen, hier reinzugehen.
Hätte besser sein können, aber ein blaues Herz nehme ich natürlich sehr, sehr gerne. Oh mein Gott. Mit. Nein, dumm. Aber in dem Raum werden wir jetzt unsere Münzen wieder sinnvoll zu nutzen wissen, denn wir bekommen... Lol. Oh, lol. Oh, lol. Wir bekommen nämlich gleich zwei Items, die wir beide rerollen können, wenn sie nichts Brauchbares sind. Und HP-Ups würde ich jetzt tatsächlich rerollen. Weil es halt im Endeffekt nur ein Dings ist. Ein, ihr wisst, was ich sagen will. Bitte keine Trollbombe, dass der in die Luft fliegt. Der ist ganz schön greedy gerade. 22 Münzen schon gefuttert. Okay. Oh, zum Glück wieder keine Trollbombe. Jo, 30 Münzen schon. Friends till the end. Was ist deine Mission? Finally. Ich hab gleich keine Münzen mehr zum Rerollen, Lul. Aber auch was für ein Zufall, dass gerade in dem Raum dann noch so eine Ries-Ding hier, weißt du schon. So eine Reset-Maschine ist. Oh, zweimal The Devil, okay. Dann können wir einmal Devil auf jeden Fall schon mal bei Isaac einsetzen. Vorsicht! Genau das war das Gefährliche, deswegen wollte ich, dass da keine Trollbomben kommen. Kompass? Nee, Kompass brauchen wir nicht. Brauchen wir beides nicht, können wir beides rerollen. Okay, das würde ich schon mal jetzt mitnehmen. Und das andere können wir jetzt nochmal rerollen. Ein leichtes HP-Up, was heißt leicht? Es ist, glaube ich, ein doppeltes HP-Up, ne? Ich glaube, es macht rot und blaue Herzen. Also ich meine, in dem Fall wahrscheinlich einfach zwei blaue Herzen. In dem Fall wahrscheinlich einfach zwei blaue Herzen. Plus 1 HP, plus 2 Soul Hearts. Also dann vielleicht drei blaue Herzen in dem Fall. Ja, komm, bevor noch mehr Müll kommt, nehmen wir es mit. Ja, drei blaue Herzen. Das ist okay. Ich hätte noch rerollen können, ich weiß. Aber bevor dann noch wieder Quatsch kommt... Oh, shit, in das Feuer kann ich noch rein, okay. Dann müssen wir mal ganz schnell die Feuerkollegen erledigen. Dass die mit der Kacke da aufhören. So. Und dann ist der Rest jetzt in Ordnung. Oh! Und dann ist der Rest jetzt in Ordnung, wollte ich gerade sagen. Huch. Und wir kriegen ein sehr schönes neues Spacebar-Item, was wir auch nutzen können, denn die Bibel brauchen wir nicht mehr. The Magician? Fragezeichen. Hatten wir, glaube ich, noch nicht. Was macht Magician? Fragezeichen. Also. Gives you a blue aura that repels enemy projectiles, causing them to slowly curve away from Isaac and avoid hitting them. Hält 60 Sekunden, das ist ein Schutz. Cool. Können wir auf je... Ach so. Was nehme ich denn dann jetzt mit? Devil, Dings, schwierig. Oh Gott. Ja, so werde ich mein Geld auch wieder los. Jetzt zwar lieber eingezahlt. Na komm, jetzt reicht's.
Irgendwann habe ich auch keine Lust mehr. Dann würde ich Magician mir gerne mal bei Isaac anschauen. Dann setzen wir bei Isaac Magician ein und wir sehen dann mal, was es macht. Joa. Ach shit, der war noch... Ah, fuck. Wollte ihn extra schnell loswerden. Hab dabei Quatsch gemacht, aber ist okay. Ich wollte gerade sagen, er hat mir keinen Schaden angerichtet, aber dann hat es doch noch gekracht. Scheiße. Ehrlicher Scheiß hier schon wieder. Geh kaputt, ey. Oha. Oh! Sheesh! Vielleicht wollen wir doch nochmal zu der Maschine zurückgehen. Aber erst, wenn wir den Weg zum Boss aufgedeckt haben. Weil dann weiß ich, wie viele blaue Herzen ich noch brauche. Ja. Kritische Momente hier. Oh, nicht was ich will. Aber wirklich kritische Momente hier, meine Herren. Gehen wir mal nach links weiter. Haben wir da oben noch was drin? Nee, ne? Doch. Aber das war die Tower-Karte, brauche ich nicht. Oh. Okay. Einmal vor... Okay. Friss. Nee! So, jetzt vorsichtig in die Mitte. Und vorsichtig wieder raus. So, was hast du mir da gegeben? Two of Diamonds. Okay, dann sammeln wir jetzt erstmal noch die restlichen Münzen ein, die hier überall noch rumliegen. Da liegen nämlich noch ein paar. Genau. Ach, das war Death. Ach, hier geht's gar nicht weiter, siehst du? Lul. Diese scheiß Lichtdinger. Ich weiß gar nicht, warum ich da reingelaufen bin. Nicht meine beste Idee gewesen. Haben wir noch irgendwo Geld rumliegen? Nee, ne? Wieso habe ich jetzt eine Bombe gesetzt? Hä? Mit welcher Taste habe ich jetzt eine Bombe gesetzt? Habe ich E gedrückt versehentlich? Muss wohl. Gitti. Ach shit, jetzt treffe ich den nicht mehr so. So. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe, ey. Rexvieh. Mann! Das war kein guter Raum für mich. Oh, der Leiter ist eigentlich auch cool, aber wir lassen meinen Familiar. Oh, lol! Was ist denn mit den Viechern los hier? Hier kann ich nicht rerollen, also nehme ich auf jeden Fall das HP mit, wenn er es mir gibt. Klare Sache. Aber erstmal muss er mir was geben. Nein, nicht Trottel! Viel zu spät Two of Diamonds eingesetzt, aber ich habe noch dran gedacht. Mann, ey, ich mache hier einen Blödsinn. Ich mache hier einen Blödsinn, das ist nicht mehr feierlich. Schade.
Das war der Raum. The Fool. Nützt mir jetzt auch nichts. Weg damit. Keine Zeit für euch. Oh je. Nein, oh, bin ich dumm! Mein Gott, was renne ich denn so oft in die Dinger rein? So, Steine gucken. Okay, jetzt müssen wir aber trotzdem, also... Jetzt müssen wir aber trotzdem zu der Maschine zurückgehen. Das ist ja sonst Käse, was wir hier verzapfen. Ach, das Ding kann ich ja auch noch sprengen. Da kommt ja auch nochmal Geld raus. So. Dann geben wir mal blaue Herzen. Empress ist auch nicht verkehrt. Aber nichts, was wir wollen. Ace of Clubs. Ja, ist eigentlich egal, aber hier liegt ein bisschen was rum. Null. Nehm's halt eh nicht mit, also. Pff. Wurscht. Ace of Clubs. Wurscht. Blaue Herzen hätte ich gerne. Wahlweise auch The Lovers. Kannst du mir auch geben. Oder einfach gleich Hierophant. Hierophant. Nehme ich alles. Kein Ding, nehme ich alles. Also das. Das nehme ich diesmal nicht, sonst haut mich wieder jemand. Zu Recht. Ich werde dann nur als Blue Baby wiedergeboren und das will ich ja gar nicht. Das erste blaue Herz. Sensationell. Naja. Na gut. Dann holen wir jetzt mal Magician und gucken uns an, wie genau sich das beim Boss auswirkt. Da bin ich schon sehr gespannt. Vielleicht riskant, so auf Verdacht mal so eine Karte einzusetzen, aber hey. So, und dann nehmen wir Devil natürlich für die nächste Ebene mit. Also, wenn es eine nächste Ebene gibt, vielleicht versaue ich es jetzt ja auch komplett. Möglich ist alles, nachdem das gerade hier in dem Kampf absolut nicht gut lief. Null. Aber hey, wir werden sehen, was passiert. Wünscht mir Glück, Dankeschön, viel Erfolg. Da wird jetzt hier abgewehrt. Tatsächlich, das wird einfach abgewehrt. Stabil. Ich meine, zusätzlich habe ich ja auch noch meine Shielded Tears, ne? So ist ja nicht. Ah, guck mal, es wird echt cool abgewehrt und es hält 60 Sekunden lang, dieser Effekt. Feier ich ja. Oh mein Gott. Was ich nicht feiere, ist diesen Effekt. Ist. Okay, aber Eise kriegen wir schon mal. Gut. Isaac ist down. Wir holen uns einmal Devil.
und hoffen, dass wir jetzt in der nächsten Ebene nicht Curse of Unknown oder so haben. Sodass ich schön sehe, was ich da für Items mir hole. Alles andere wäre etwas ärgerlich. So, wo ist denn Devil jetzt überhaupt liegen geblieben? Hier, ne? Perfekt. Okay. So, drücket mir auch gegen Blue Baby die Daumen, dann hätten wir die erste Runde abgeschlossen. Also, wenn wir bis zu Blue Baby kommen, natürlich nur. Aber hey. Wir werden sehen. Okay, kein Fluch. Das brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Das nehmen wir mit. Das brauchen wir nicht unbedingt. Ja, ist okay. Nicht... Ach, wobei ist es ein Damage-Up. Da ist es ein Damage-Up dabei gewesen. Da ist ein Damage-Up dabei gewesen. Nevermind. Ich würde gerade sagen, nicht das beste Item, aber da war ein Damage-Up dabei. Das ist dann schon okay. Das Reroll Enemies funktioniert bei Bossen ja eh nicht. Das heißt, die meisten sind ja hier Bosse. Wird Quatsch sein, das mitzunehmen, ne? Ich hoffe jetzt natürlich noch auf sowas wie Dad's Key oder so, dass wir den noch irgendwie finden. Weil ich schon gerne versuchen würde, da was zu machen. Oh! Ist das jetzt... Aber das ist eigentlich jetzt nicht so... Nee, komm. 6 Räume zum Aufladen. Nee, dann setze ich über den Wusch eine Weile ab und zu mal ein. Dann setze ich über den Wusch ab und zu mal ein. Bin ich ganz ehrlich. Dann machen wir das lieber so. Ey, ich dachte, ich bin gerade... Ich dachte, ich habe gerade Dark Arts eingesetzt. Das war wieder ein blöder Treffer. Muss ich leider gestehen. Aber hey. Meine Tiersrate ist ziemlich mies, aber das ist okay. Dafür machen wir halt schön Schaden. Aber die Tiersrate ist wirklich ziemlich mies. Also, uff. Oh. Hermit Fragezeichen. Können wir auch mal nachgucken. Habe ich bestimmt schon mal nachgeguckt, aber hey. When used, all items and pickups in the current room are turned into money. Everything is sold for its shop price. Ah, okay. Interessante Geschichte. Haben wir irgendwo... Ich meine, ich nehme sie eh nicht mit, ne? Das wäre doch dann hier schon perfekt. Oh, ich nehme sie eh nicht mit. Ich glaube, viel mehr Geld kann man mit der Karte auch nicht erreichen. Oh, meine Tiersrate ist nicht so cool. Hol dir mal ein Herz zurück. Okay. Den engen Gang würde ich erst mit dem Wusch suchen wollen dann. Ey, wir brauchen dringend wieder ein Tiers-Up. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt... Ist es durch den Vier-Shot runtergegangen? Ich glaube, ja, ne? Ich glaube, das ist durch den Vier-Shot mit runtergegangen. Das war nicht so cool. Yikes. Yep. Schade, keine Bonus. Oh, da ist schon der Bosskampf.
skeptisch, ob wir mit der Energie reingehen sollen. Weil wir schießen... Ah, wir schießen echt verdammt wenig und langsam, aber... Die Gefahr besteht halt, dass ich noch mehr Herzen verliere, anstatt zu bekommen. Ah, ich würde sagen, wir versuchen es, ne? Ich muss ein bisschen aufpassen auf meine Schüsse. Ich muss ein bisschen aufpassen. Das könnte jetzt noch schief gehen. Wehre ich halt auch gleichzeitig ab. Ist schon ganz gut. Und zum Glück kann ich auch ordentlich den Damage erhöhen durch den Effekt. Dann haben wir auch noch die Verlangsamung. Es ist schon vieles auf unserer Seite. Es ist schon vieles auf unserer Seite. Na, da haben wir jetzt ordentlich Damage dazu bekommen und wenn ich damit jetzt treffe, ist das auch cool. Ja, doch. Okay, haben wir. Huh! Und es ist wieder passiert. Okay. Okay. Die Frage ist jetzt hier Räume spielen oder lieber direkt in den Void abhauen. Ich würde jetzt sagen, wir hauen jetzt in den Void ab. Ich glaube, hier mit diesen ganzen Bossräumen habe ich am Ende mehr Probleme, als dass ich jetzt im Void versuche, noch mehr zu erreichen. Wir gehen in den Void. Wir gehen jetzt in den Void. Okay, RBR ist wieder aufgetaucht. Insofern, coole Geschichte. Na, da habe ich eher jetzt mehr solche Räume wieder. Und da komme ich besser klar. Und da habe ich eher die Chance, mein Zeug aufzuladen, als halt woanders. Denke ich schon, dass das sinnvoll ist. Klar hätte ich da oben jetzt noch Items bekommen können, wenn so Kisten spawnen. Ich weiß, ist mir alles bewusst. Ist mir alles bewusst. Aber wie gesagt, wissen wir dann lieber, wir probieren hier ein bisschen noch rum. Okay. Da hätten wir schon mal einen Bossraum, müssen aber noch klären, wie es um den herum aussieht. Wir müssen noch klären, wie es um den herum aussieht, ob da irgendwas außen herum ist, weil aktuell könnte er locker Delirium sein. Deswegen können wir da noch nicht reingehen. Ja, das sieht bisher nicht gut aus für den Bossraum hier als Prognose. Oh, schnell die Portale wegmachen. Ja, das ist ein Bossraum, den ich mit ziemlicher Sicherheit ganz am Schluss öffnen werde. Bisher, je nachdem wie die anderen noch aussehen werden, aber das ist im Moment einer, den ich ganz am Schluss öffnen werde. Kritisch. Ganz kritischer Bossraum. Sehr gut. Nein. Ich will natürlich, dass wenn die roten Herzen kommen, er mir brauchbare Dinge gibt. Das war leider nicht brauchbar. Können wir aber mal gucken, ob hier der Geheimraum ist. Schade. Und immer schön Steine gucken. Wir haben vorhin die... Ah, ich muss noch vorhin. Da war ein großer Raum mit vielen Steinen. Da muss ich noch ganz kurz die Steine genauer mir anschauen. Nope. Okay. Also... Oh, shit. Na gut, auf geht's. Also, ich will ganz ehrlich sein. Ich sehe jetzt nicht, dass wir Delirium besiegen. Na, nicht, dass ihr denkt, ich erwarte jetzt hier, dass wir noch Delirium besiegen. Aber... Komm mit!
Nichts. Oh, so weit dann auch nicht. Scheiße. Ich hätte gedacht, ich entkomme dem. Das war dumm. Das war leider sehr dumm. Da wäre es besser gewesen, die Maschine wäre in die Luft geflogen. Aber hey, was soll's. Lululululul, die nächste Devil-Karte. Okay, sehr schön. Das ist auch gut. Die hatten wir noch nicht, ne? Okay. Nichts Schlimmes. Sehr schön. Gönn dir. Gönn mir. Schade. Aber es war definitiv die richtige Entscheidung zu Cliffhangern in dem letzten Part. Schaut mal, wir sind jetzt schon wieder bei 46 Minuten. Wir werden jetzt über 2 Stunden. Der Run geht schon wieder über 2 Stunden. Ja. 2 Stunden 21 und der Part noch ein bisschen länger, weil ich immer wieder zwischendurch mal nachgucke irgendwo. Und dann der Counter oben gestoppt wird. Timer. Das kannst du behalten. Das ist bisher die hartnäckigste Maschine, aber es soll mir recht sein. Gib mir doch, Mann! Gib mir doch Herzen! Dafür habe ich dich. Und wenn eine Karte, dann eine brauchbare. Sheesh. Okay, schade. Das war's dann mit der Maschine. Okay. Nice. Jetzt aber hier. Dein Ernst? Ist das gerade dein Ernst gewesen? Ah, das mit der Trollbombe war saublöd, weil ich sie gerade nochmal gesehen habe, ne? Yikesen. Wo bin ich denn da safe? Okay, von selbst explodiert hier ja nichts, ne? Eigentlich kann ich mich... Eigentlich muss ich hier gar nichts explodieren lassen. Von selbst explodiert hier nichts. Und wenn ich nicht hier versehentlich irgendwie reinlaufe, dann passiert hier auch nichts weiter. Okay. Oh mein Gott. Oh. Es tut mir leid, aber es muss halt sein. So, was soll ich tun? Wobei, wir warten mal. Mit dem Geld ausgeben, warten wir mal. Vielleicht kommt ja auch noch ein Raum, wo so eine Dingsmaschine drin ist. Weißt du, was ich meine? Hier, so eine... So eine... Ach, da hätte ich schon versucht, das war dumm. Na, sag halt schnell. So eine Kranmaschine da. Wie heißt das Ding? Crane Game, genau. Crane Game. Relax. Wenn man weiß, dass es das ist, dann kann man es ja auch sinnvoll einsetzen. Ja. Wenn halt dann die Kothaufen einem nichts geben, nützt es auch nichts. Okay. Gönn dir. Er hat sich gegönnt, aber mir nicht.
Aber ich habe ja auch gönn dir gesagt und nicht gönn mir. Schade. Okay. Da, Companionship kann man einfach direkt einsetzen. Ansonsten hier nichts weiter. Der könnte halt auch was geben, deswegen machen wir ihn kurz auf. Ja, guck, das ist eine Münze. Schlüssel gegen Münze. Ist an sich kein guter Deal, in dem Fall schon. Mir gefällt der Weg nicht, weil der Weg ist schon wieder so abgetrennt. Und es könnte bedeuten, dass da wieder ein Boss kommt, bei dem man absolut nicht sagen kann, was es dann ist. Ah, wobei, okay. Der Weg entwickelt sich anders. Ah, da unten. Ah, ich weiß jetzt nicht. Bin mir unsicher, was den Boss angeht. Shit! Das habe ich nicht gesehen. Okay, das ist ganz ungünstig hier. Das darf ich nicht machen. Das war ganz ungünstig. Da muss ich aufpassen. Das darf ich nicht mehr machen. Die Bombe ist mir dann leider zu fix hinterher. Hallo, jetzt geh doch mal kaputt, Mensch. Du hast doch nichts mehr. Sheesh. Junge. Okay, Steine gucken. Nee, 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 nee. Also ich denke halt, der könnte sich so nach unten aufbauen, ne? Ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll. Ich würde es lieber jetzt noch nicht riskieren, aber wir haben nicht mehr so viel Energie, das ist das Problem. Oh shit. Auch der Boss ist... könnte kritisch sein. Nein, Quatsch, der kann... Nee, der kann auf gar keinen Fall. Egal, wohin der sich baut, das muss ein normaler Boss sein. Ich hab verfehlt. Ich hab verfehlt! Und Käse. Mann, spring doch nicht immer weg. Ich bin so ein Trottel. Okay. Das ist allerdings ein schönes HP ab. Das hat mich wieder ein bisschen gerettet, aber nur ein bisschen. Alter, das war ein schlechter Kampf, Mann. Ich hätte jetzt mehr Herzen haben können. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Okay. Jetzt haben wir wieder zwei Bossräume, die definitiv gespielt werden können. Weil die sich nicht ineinander bewegen können. Das passt auf jeden Fall. Aber ich würde kurz noch meinen Busch aufladen. Okay. Steine noch gucken, nichts Brauchbares, dann Abflug. Sehr schön. Nein, mach nicht dunkel, dann habe ich Angst. Ciao. Gesagt, ciao. Okay, ciao. Ja, jetzt ist es. Ciao. Okay. Coole Sache. So. Mit Glück kommen jetzt ab und zu auch mal ein paar Glücksbomben. Okay, da gehen wir hier mal auf Nummer sicher einfach hier rein. Ja, aber die Tiersrate, Gott, ist es furchtbar. Wenn wir die wieder normal hätten... dann wäre das so viel angenehmer. Oh, Junge. Huch.
Interessante Explosion. So, jetzt müssen wir mal alle Pilze sprengen. Weil die können schon coole Sachen mir bringen. Was war das da drüben? Was ist denn da gerade passiert? Mann, gib doch mal ein Herz. Gönn doch, Spiel. Gönn doch. Nee, das brauchen wir nicht. Nee. Nee. Okay. Lol, das Lustige ist, wir begeben uns jetzt tatsächlich so hier hoch, dass der andere Boss jetzt doch kein Delirium werden kann, vielleicht, wenn wir Glück haben. Ja, es ist noch nicht sicher. So ist es noch nicht sicher genug. Aber es sieht schon ganz gut aus. Ja, wobei, mir macht es ja nichts aus, die Bombe, Lul. Okay. Naja, er könnte sich noch nach oben wegbauen. Wobei, darf der... Ja, diagonal würde er schon angrenzen dürfen. Naja, ist mir noch zu unsicher. Der ist mir noch zu unsicher. Gitt, 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 gitt. Okay. Oh, ich wäre da fast reingelaufen. Aber das ist halt auch kein sicherer Boss. Der könnte sich so nach rechts wegbauen. Nach links. Nee. Der ist mir noch zu unschlüssig. Dann gehen wir mal in den Raum hier noch rein. Haben wir eigentlich weitere Möglichkeiten für Geheimraum? Nee, hier kann nichts sein. Quatsch, Blödsinn. Oh, da ist mein Crane Game. Let's go. Oh mein Gott, er nimmt direkt das Item. Chillig. Das will ich eigentlich nicht, aber ich will wissen, was danach kommt. So ein Ding ist das. Nimm den Pokéball und zeig mir, was danach kommt. Danke. Hab ich gesagt, ich will's nicht. Oh Gott, ja. Gib mir das, gib mir das, gib mir das. Nein, gib mir das. Yes! Das verändert viel. Aber ob ich noch stark genug bin, ist die andere Frage. So, was ist das jetzt für ein Boss hier? Da kann kein, da kann nichts passieren. Da kann nichts passieren. Okay, sehr gut, den können wir machen. Ah, shit. Ah, nein. Okay, ciao. Okay. Ah, das war... Das ist sehr cool, das Ding. Ich meine, aber die Energie ist halt... Also, unsere Energie ist kritisch. Freundlich ausgedrückt ist unsere Energie sehr kritisch. Okay, da unten haben wir noch einen Boss, den wir definitiv spielen können. Ah, das Crane Game war wieder mehr als großzügig zu mir. Ach, den haben wir schon. Den darunter meinte ich auch. Das Crane Game war wieder mehr als großzügig zu mir. Wollen wir direkt mit 3 Herzen? Ja, komm, scheiß drauf. Wird schon gut gehen. Yikes!
Aber wir haben jetzt mehr Damage. Jetzt werden die Dinger größer. Das ist auch... Ach nee, Quatsch. Das war nur wegen unserem Effekt gerade. Shit. Habe ich nicht drauf geachtet, dass er den sofort macht. Das war knapp. Es ist schade, dass der jetzt nicht als richtiger Satan-Kampf zählt, aber man geht ja auch nicht mit der gleichen Voraussetzung rein. Also insofern, ja, ist schon klar. Ist schon klar, dass das nicht als Satan-Kampf zählt. Aber es ist halt... Och, komm, ey. Also das kannst du auch behalten. Och, na gut, okay. So. Ein halbes blaues Herz haben wir rausgenommen aus der Geschichte. Kritisch. Kritisch. Aber wir erleben noch ein paar Dinge. Ist doch schön. Ich glaube nicht, dass wir Delirium aus der Geschichte... Also so wie jetzt aktuell sind, glaube ich nicht, dass Delirium uns hier irgendwie gefährlich werden kann. Umgekehrt, dass wir Delirium gefährlich werden können. Aber ich meine, hey. Dabei sein ist alles. Scheiße. Okay. Jeder einzelne Totenkopf wird hier von uns gleich gegrillt. Denn jeder einzelne Totenkopf könnte ein schwarzes Herz bedeuten. Und wir haben mehr als genug Bomben dafür. Oder eine Hierophant-Karte. Oh, zweimal Devil wieder, okay. Ah, den wollen wir nicht. Den auch nicht. Den auch nicht. Auch nicht. Okay, ein Herz immerhin. Na, ein Herz ist besser als kein Herz, würde ich sagen. Sehr schön. Gleich den ganzen Müll entsorgt. So ein Schlüsselbettler oder sowas, das wäre jetzt alles so geil, aber jetzt kommt es nicht, ne? Das kommt immer nur dann, wenn man es nicht braucht. Wie es halt immer so ist. Wieder nix. War ich den überhaupt gut gesetzt? Ja, doch, oder? Ah. Okay. Okay, okay, ist in Ordnung, Spiel. Komm, mach dich weg. Dankeschön. So. Wir nähern uns leider schon wieder. Gefährlich. Sehr gefährlich sogar. Einem Bosskampf. Da kann jetzt der Laser gute Dienste leisten. Sehr schön. Oh! Nicht wegen der Schlüssel, aber wegen des blauen Herzens. Okay. So, Steine gucken. Sieht aber alles unbedeutend aus. Okay. Okay. Was machen wir lieber aus der Entfernung?
alles so sicherer. So, hier wird es jetzt gleich wieder zu einem Boss kommen. Oh nee, es macht einfach eine Ecke. Ja, was heißt eine Ecke? Es macht eine Runde. Gut, dann sprengen wir hier mal noch ein paar Töpfe. Nichts Brauchbares für mich. Schade. Gut, dann gehen wir erstmal in die Richtung weiter, denn da wird dann der nächste Bosskampf kommen. Aber der ist wahrscheinlich dann auch wieder sehr unsicher. Oh, hier kommt gar... Ach so, das kann also auch in der Sackgasse enden. Ich dachte, es endet immer in einem Bosskampf. Okay, okay, never mind. Dann ist das so. Hä, ich dachte, ich habe den besiegt. Oh, komm, jetzt aber hier mal wieder. Die Empress Fragezeichen, was bist du denn? Gibst 2 HP ab und plus 1,5 Tiers. Ach so, für 60 Sekunden. Scheiße. Okay, ist aber gut. Ist, boah, weiß ich jetzt gar nicht, ob das am Ende nicht sogar stärker ist als Devil. Aber es hält halt nur 60 Sekunden lang. Aber es ist ein starkes Tiers-Up und wir bräuchten eigentlich gerade mehr Tiers-Up. Ich nehme jetzt das lieber mit. Oh shit! Ich hab nicht drauf geachtet. Ah! Werd für meinen Fehler direkt wieder... Okay. Blank Rune kann alles sein. Oh, okay. Oh, neue Rune. Oh, neue Rune. Was ist da drü... Was passiert denn da? Sag mal... Jo, wie oft kriegen wir die gerade wieder zurück? Okay, jetzt nicht mehr. Aber da kam einiges Gutes bei rum. Da kam sehr viel Gutes bei rum. Jo. Okay, wir sehen jetzt nämlich, wo der Geheimraum ist. Niemals hätte ich hier nochmal versucht zu sprengen. Jo. Nehmen wir mit. Wo ist der andere? Da unten. Okay, kommen wir auch gleich nochmal vorbei. Und dann war es das aber auch. Ich darf jetzt im nächsten Raum, den wir noch passieren müssen, da darf ich jetzt nicht Dings einsetzen, sonst habe ich Dings nicht mehr für die Bosse. Okay, gibt aber auch keinen Grund, das hier einzusetzen, Dudel. Okay. Gut, hier sind auch keine weiteren komischen Steine mehr. Ja, dann führt uns unser Weg nochmal zum Boss zurück. Ich glaube, dann haben wir es. Da ist noch was eingezeichnet auf der Karte. Da gehen wir gleich nochmal hin. Ich weiß nicht, was das ist. Habe ich irgendwas vergessen scheinbar? Ah. Das reißt jetzt leider auch nicht mehr die Runde komplett rum. Was ist denn das Rote da? Gefährlicher Raum. Ach, die habe ich da nicht weitergespielt. Stimmt. Da habe ich gesagt, wir spielen nicht weiter. Okay. Und dann würde ich als erstes den Boss, der weiter näher rechts von mir ist, besuchen. Und ich denke halt, ja, es könnte beides Delirium sein, meiner Meinung nach. Ich glaube, es könnte beides Delirium sein. Aber weniger gefährlich ist, glaube ich, der Boss oben. Die sind beide weiter oben, aber der ist sozusagen... Wie gesagt, der nicht ganz so weit rechts von mir. Der weit... Ah, ist scheiße.
glaube, ihr wisst, welchen ich meine. Aber es ist egal. Nützt mir alles nichts. Warte mal. Ich habe eine Idee. Aber die Idee ist riskant. Nee, die Idee ist gar nicht riskant. Ich bin doof. Ich bin doof. Wir haben irgendwo eine Defool-Karte rumliegen. Wir finden raus, welcher Boss wo ist. Wir haben irgendwo noch eine Defool-Karte rumliegen. Oh, scheiße. Okay, es tut mir leid. Ich muss nochmal alle Karten ablaufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwo Defool habe liegen lassen. Irgendwo habe ich... Scheiße. Fuck, wo war das? Level. Ich muss noch mal kurz was lesen. Dieses Empress, es hieß, es hält für 60 Sekunden. Wenn ich den Raum verlasse, gilt es dann immer noch? Weil dann könnte ich nämlich die Empress vor dem Bossraum einsetzen, kann Devil aber trotzdem mit reinnehmen. Versteht ihr? Und über The Fool finden wir raus, in welcher Bossraum der richtige ist. Hier ist noch eine Karte. The Fool. Perfekt. Okay, ich vermute, dass er da oben ist. Ich vermute, Delirium ist da oben, deswegen gehe ich da jetzt rein und dann klären wir das gleich mal ab. Nicht Delirium. Gut. Dann hätte ich falsch geschätzt. Gut zu wissen. Dann hätte ich falsch geschätzt. Nochmal ein Ranger. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Dann werde ich meine Theorie jetzt einfach austesten. Tearsap wäre mir lieber Tearsap, sage ich schon. Doch, Tearsap wäre mir lieber gewesen. Aber mein Gott. 0,64 Tearsap ist schon kacke. Das ist schon richtig kacke. Aber wir haben nochmal ordentlich viel Zeug dazu bekommen. Ist okay. Damit müssen wir jetzt erstmal arbeiten. So, jetzt muss ich kurz ein bisschen Tragearbeit machen. Tut mir leid, es dauert jetzt einen Moment. Aber ich wüsste nicht, wie es schneller geht. Ich wüsste nicht, wie es schneller gehen soll. Tut mir echt leid, ne? Aber guck mal, es ist tatsächlich der Bossraum, bei dem wir als erstes gewesen sind. Wäre ich in den direkt reingelaufen, zack, direkt Delirium. Wäre nicht so geil gewesen, cool. So, einmal ablegen. Und jetzt holen wir uns noch die Linkskarte, die wir vorher einsetzen. Dann hoffe ich, dass es, wie gesagt, für 60 Sekunden hält. Das heißt, ich kann damit Zwischenräume hin und her laufen. Keine Ahnung. Ob oder ob nicht? Oder gelten Karten einfach grundsätzlich immer nur für einen Raum? Nee, ist eigentlich Quatsch, weil... Nee, kann man so nicht sagen. Kann man so nicht sagen.
Wir werden sehen, wie es funktioniert. Im Zweifelsfall sind die Herzen und das Tiersab dann halt wieder weg und ich habe dafür das Damage-Up dabei. Mein Gott, man kann es sich nicht aussuchen, ne? Dass Devil auf jeden Fall nicht hält, das ist mir klar. Devil hält nur für den Raum. So, wir sind angekommen. Mein Gott, das war eine Aktion. Okay, dann setzen wir jetzt einmal Empress ein. Keine Ahnung, ob der Effekt jetzt noch da ist oder nicht. So, wo ist er? Ich glaube, der Effekt ist nicht mehr da. Es ist egal, scheiß drauf. Doch, doch, er ist noch da. Never mind. Yay, ein Volltreffer. So, guck mal, hier kannst dich bedienen. Mach was draus. Irgendwie bin ich gerade super langsam geworden. Ich weiß nicht warum. Okay, irgendwas ist passiert. Etwas nicht Schlimmes. Nichts Schlimmes ist passiert. So, wir haben gerade schön viele Herzen dazu bekommen auch. Ich meine, das Gute ist, dass ich immer noch die Schildtiers habe und aua und relativ viel das abwehrt. Wo sind? Excuse me? Excuse me? Excuse me? Excuse me? Kann mir jemand kurz erklären, wo meine Herzen hin sind? Was ist denn da am Ende passiert? Was ist passiert am Ende? Wogegen habe ich denn meine ganzen Herzen getauscht? Ist das der Effekt von der Karte? Habe ich die Karte nicht richtig gelesen? Hä? Die Karte sagt, gives 2 HP up and plus 1,4 Tiers up for 60 seconds. Und ich meine, jetzt waren wahrscheinlich die 60 Sekunden rum, aber wieso sind alle Herzen wieder weg? Was ist passiert? Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.